Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. In diesem Video zeige ich euch ein Grundrezept und zwar die Herstellung dieser bayerischen Creme. Viel Spaß dabei! Okay, wir brauchen dazu zwei Eier, Milch, Zucker, den ich auf zwei Schüsseln verteilt habe und eine Vanillestange. Das genaue Rezept findet ihr wie immer auf meinem Rezepteblog www.einfachbacken.ch, den verlinke ich dir auch noch unterhalb des Videos. Als erstes schneide ich mir die Vanillestange auf, dazu schneide ich die einfach quer durch und kratze sie dann mit dem Messer aus. Hier spielt es keine Rolle, wenn ich noch Teile der Vanillestange mitgebe und nicht nur die Samen dabei sind, denn ich werfe dann die ganze Vanillestange mit in den Kochtopf. Das wird dann am Schluss noch durch ein Sieb gelassen und spielt dann keine Rolle. Also die Milch gebe ich dazu, die ausgekratzte Vanillestange mit den Vanillesamen und einen Teil des Zuckers. Als nächstes trenne ich mir die Eier. Dazu schlage ich mir das Ei auf dem Rand auf und schwappe das Eigelb hin und her, damit das Eiweiß vom Eigelb getrennt wird. Hierzu brauchen wir nur das Eigelb, das hat eine bessere Bindung als das Eiweiß und daher trennen wir uns das durch. Das werfe ich dann gleich zum Zucker. Und den mische ich mir durch. Wichtig in diesem Schritt wirklich durchmischen, sonst gibt das Ganze Klumpen, wenn ich das nur so stehen lasse. Dann wird die Milch aufgekocht, die ich mir ja vorhin vorbereitet habe, Milch, Zucker, Vanille, zusammen aufkochen. Und dann wird die heiße Milch, also die kochende Milch, an die Eigelbmasse gegossen. Danach wird die ganze Masse verrührt und im Anschluss zur Rose abgezogen. Was heißt zur Rose abziehen? Nichts anderes als die Masse kurz vor das Kochen zu bringen. Also wenn man das mit einem Spiegelei vergleicht, wenn man sich das kocht, wird das irgendwann ganz fest. Wenn man das mit der Masse machen würde, dann würde diese ausklumpen, also man hätte Klumpen in der Masse und das Ganze wäre flockig. Das wollen wir hier verhindern, aber natürlich trotzdem die Bindung der Eier nützen. Daher in einem Temperaturbereich von 82 bis 85 Grad, Entschuldigung, ist das Ganze gewährleistet. Das kontrolliere ich mir durch mit einem Thermometer zwischendurch. Früher hat man da eine Kochkelle genommen und darauf gepustet, dann hat es so ein Rosenmuster gegeben, wenn die Creme gut war. Macht man heute nicht mehr aus hygienischen Gründen, stelle ich mir auch das Ganze mit dem Thermometer her. Interessant dabei ist eigentlich auch zu sehen, wie die ganze Masse schön fester wird und an Bindung zunimmt. Hier sieht man auch, ich habe ein Wasserbad zu Hilfe genommen. Unten im Kochtopf ist Wasser, das ich mir leicht zum Kochen bringe. Dadurch habe ich eine indirekte Hitze am Kochtopf, was sehr schonend ist. Und das Ganze kann ich dann auch schön aufrühren. Hier trotzdem noch einmal der Test mit der klassischen Variante. Wenn das Ganze nicht mehr groß vom Kochlöffel runterläuft und dran kleben bleibt und ich dann reinpuste und es mir eine so Rosenform gibt, das ist die klassische Methode. Mache ich jetzt hier rein aus Vorführungszweck. Die bayerische Creme ist eigentlich die Mutter aller Cremen des Konditors. Eine sehr klassische Creme, kommt aber in jeder Variation immer wieder bei Torten oder Füllungen. Hier rühre ich auch permanent in der Creme, damit das Ganze nirgends anbrennen kann. Jetzt hat man schön gesehen, die Temperatur ist erreicht, noch einmal den klassischen Test machen und dann kann ich das Ganze auch schon durch ein Sieb lassen, denn ich hatte ja hier die Vanillestange noch drin, die habe ich mir bereits rausgenommen, aber der Rest wird noch durch ein Sieb gelassen. Zum Abkühlen gebe ich mir die Creme in den Kühlschrank,
die decke ich mir hier mit einer Folie zu. Hier ist wichtig, die Folie direkt auf die Creme legen, sonst gibt das Ganze Kondenswasser und das wollen wir hier verhindern. Danach kommt die Creme eine Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit weiche ich mir schon mal die Gelatine ein. Ich verwende hier Pulvergelatine, es geht natürlich auch normale Blattgelatine. Falls ihr mehr über Gelatine wissen wollt, habe ich mal ein spezielles Video aufgenommen zu diesem Thema. Das kann ich euch hier noch gerne verlinken. Jetzt ist die Creme mittlerweile schön runtergekühlt. Die sollte noch ca. 20-30 Grad haben. Wenn sie zu kalt ist, dann zieht die Gelatine gleich an, das heißt, wird sofort fest und ich kann die Masse dann nicht mehr schön einsetzen, weil die schon eine Bindung anfängt. Und man hat es gesehen, die Gelatine zur Masse geben, die wir uns abgekocht haben. Hier habe ich noch geschlagene Sahne, die ziehe ich noch der Masse unter. Zuerst mit dem Schwingbesen schön vermischen. Wenn ich hier zu lang rühre, fällt mir das Ganze auch in sich zusammen. Oder wenn die Masse noch zu warm ist und ich die Sahne beigebe, dann fällt mir das Ganze auch zusammen. Daher nehme ich dann die Gummilippe und ziehe den Rest noch vorsichtig unter. Das war's mit dieser Creme. Grundcreme, die kann so für verschiedene Desserts eingesetzt werden. Ich werde nächste Woche dann noch ein Video dazu zeigen, wie ich diese weiterverwendet habe. Mich würde interessieren, wollt ihr mehr solche Grundrezepte sehen oder klassische Torten oder doch eher Motivtorten? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir doch das unten in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und besuchen auf meinen sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel. Tschüss.